Er muss einfach nur eine Schelle bekommen. Besser, wir nehmen die Kuh vom Eis, ne? Bevor das irgendwie unschön wird. Nimm sie weg vom Eis, Bruder, komm. Weg damit, alle. Ice it out, man. Scheißegal. Bin unterwegs mit den Brüdern, wir wollen doch nur ein bisschen von der Sonne. Fahre am Puder mit ner Bitch, der Kopf ist gefickt und ich öffne ne Bardo. Jeder will Aufmerksamkeit, doch der Schmerz auf mein Herzen wiegt über ne Tonne. Kann ich entkommen, bete zu Gott, bitte übernimm Kontrolle. Was war die letzte Folge, die wir uns gegeben haben? Hier, der Schwan. Dann die Pack-Openings, Cindy C, SSIO und Mois in der Schule sitzen geblieben. Der ist der nächste, Bruder. Ich bin gespannt. Kinder, setzt euch. Ich fick eure Mütter. Manuel Abia. Manu, warum kommst du immer zu spät? Ach, Olem, halt deine Schnauze. Lass mich in Ruhe, bitte. Ich bin gerade wach geworden. Ja, hast du mich gefickt? Hast du mich gefickt, ja. Ja, siehst du, ne? So, Kinder. Hey. Wir haben zwei neue Schüler. Dieses Jahr, weil die Servus, Shirin. Sie Idioten leider sitzen geblieben sind. Der eine rastet gerne ein bisschen aus und... Ich warte immer noch, bis die mich einbauen, ne? Cindy C, Bruder. Ich war der Erste, der auf dich reagiert hat, Bro. Vergesst es nicht. Viele vergessen, wo ich der Erste war. Du hoffentlich nicht, Bro. Wann kommt meine Folge? Eigentlich musst du ein Musikvideo für mich in dem Stil machen. Hey, das ist eigentlich eine geile Idee, jo. Okay, das schneiden wir raus für YouTube. Das machen wir. Andere denkt nur an Gras und Arschfotzen. Stellt euch mal vor, Jungs. Ja, also ich bin Mois. Ich mache ein paar Videos und so. Ich bin 28, meine Hobbys. Bisschen Sport, bisschen Ausdruck. Sio. Ich finde, den Mois haben die nicht, hat er nicht gut getroffen irgendwie. Ja, hat Ähnlichkeiten, aber... Es ist immer sehr komisch, sich vorzustellen, Bruder. Was geht ab, ihr Hauptbahnhof-Heroin-Junkies? Ich bin der CEO. Ich habe seit meiner Kindheit große Probleme mit Körperbehaarung. Okay, sucht euch einen Sitznachbarn aus. Ja, aber so witzig wie Manuelsen und so... Habibi! Bruder... Sitz an unseren Tisch. Setz dich, komm hier rein, trink Tee, rauch Pfeife, mach was du willst. Kallenberg Abus, ich küsse dein Herz. Wallah, du bist ein schöner Mann. Wallah, du bist ein schöner Mann. Ich bin verflucht, Alter. Ich dachte, Alhamdulillah, einmal im Leben, Alter. Einmal im Leben ein guter Nachbar. Kallas, okay. Okay. Kinder, stellt euch auch mal vor. Was läuft? Ich bin's, Ratar. Ich bin Shigin David und ich heiße dich ganz herzlich willkommen. Note, ne? Okay. Ne? Ganz, ganz schwierig jetzt gerade. Mit dem Daumen mal kurz die Poperze angestreichelt. Zieh durch. Das tut dir Popo gut, deswegen juckt's mich nicht so. Und wer bist du? Ich bin Patrick! Ich bin Patrick! Patrick! Und du? Okay, den fand ich nicht so lustig. Ich bin ein Trottel. Ich bin ein Bauer. Ich bin ein Trottel. Ich bin dumm. Walla dumm. Ich bin John Schnee eigentlich. Wer bist du denn? Ramo Yaselemi. Fanboy! Halten Sie den Mund. Der Typ ist krank, Mann. Der Typ ist fertig, Mann. Der ist wirklich krank offiziell. Und wenn mich zu blöd anlabert, dann hau ich einfach in die Fresse. Da hab ich gar kein Problem mit. Richtig behindert. Er muss einfach nur eine Schelle bekommen. Besser, wir nehmen die Kuh vom Eis, ne? Bevor das irgendwie unschön wird. Nimm sie weg vom Eis, Bruder, komm. Weg damit, alle.
Ice it out, man. Scheißegal. Das hat die Hand hoch. Das juckt mich doch nicht. Backpfeifen. Ey, geil, Digga. Fühl ich, feier ich, prägt mich, Bruder. Huh. Das reicht aber auch. Nein, nein, nicht noch eine. Wir machen dann weiter, Leute, Alter. Wir müssen den Shit nachholen. War, glaube ich, die erste Folge mit Mois, ne? War lustig, cool. Morgen hier, dann geht's hier weiter. Und dann sind wir bald wieder aktuell, Freunde, ja? Eine Stunde Pfandflaschenautomat. Okay, das scheint auch wild zu sein. Making of Folge 11. Bazaar, Blender, Mod. Ah, krass, Digga. Ey, Cindy C, Bro. Ich küsse dein Herz. Bin unterwegs mit den Brüdern, wir wollen doch nur ein bisschen von der Sonne. Fahr am Puder mit ner Bitch, der Kopf ist gefickt und ich öffne ne Bardo. Jeder will Aufmerksamkeit, doch der Schmerz auf mein Herzen wiegt über ne Tonne. Kann ich entkommen, bete zu Gott, bitte übernimm Kontrolle.